Wenn es um Fastfood geht, liegen die Holländer ganz weit vorne. Unser Reporter Alex Königs hat in Amsterdam nach leckeren Trends gesucht, die hierzulande noch keiner kennt. Entdeckt hat er die heißesten Hotdogs im Laugenbrötchen, abgefahrene Avocado-Burger und die definitiv leckersten Karamellwaffeln. Also die Niederländer sind ja für ihre Fritten bekannt, aber die haben auch noch ganz andere Sachen auf Lager. Und hier gibt's alles mit Avocado. Die verrücktesten Sachen schaue ich mir jetzt mal an. Avocados in den unglaublichsten Kreationen bekommt Alex gleich zum Testen. Seit 2,5 Jahren gibt es das Avocado-Restaurant in der Altstadt von Amsterdam. Alex trifft Ron Simpson. Er und sein Freund Julian hatten die Idee dazu. Die beiden haben lange gegrübelt, was sie selbst gerne essen, und sind dann auf die Avocado gekommen. Die Frucht ist ein Rockstar. Ich glaube, die Avocado ist weltweit so populär, weil sie so gesund ist. Ein echtes Superfood. Sie ist einfach das Sinnbild für gesundes Essen. Und das Konzept geht auf. Mittlerweile hat Ron schon in Brüssel und Madrid weitere Restaurants eröffnet. Auch nach London und Deutschland will er kommen. Die größte Herausforderung ist, wir sind sehr kreativ und lieben es zu experimentieren. Aber wir wollen alles bezahlbar halten. Die Preise niedrig lassen. Und das war ziemlich hart. All diese Ideen, die Möglichkeit, jeden Tag Avocados zu essen, in einen bezahlbaren Rahmen zu packen. Das war wirklich heftig. Im Schnitt kostet ein Essen hier 15 Euro. Das ist wirklich okay. Alex sucht nach den verrücktesten Kreationen rund um die Avocado. Was muss man unbedingt probieren? Hast du schon mal Avocado-Pommes probiert? Nein. Gut, dann musst du die probieren. Die sind sehr cool. 100% vegan und ein bisschen wie Tempura. Wir servieren die mit veganer Trüffelmayonnaise. Das ist perfekt. Und ich würde Lachsbowl probieren. Wir haben aber auch Eiscreme, die du unbedingt probieren musst. Wir haben vegane Erdnussbutter-Avocado-Eiscreme. Die wird dich vom Hocker hauen. Okay. Oh, thank you. Wow. And the ice cream. Wow. Danke. Das sieht richtig, richtig lecker aus. War vorhin mal ein Foto, so wie das alle machen. Fast jeder Gast macht hier erstmal ein Foto von seinem Essen. Es sieht aber auch zu lecker aus. Alex' Menü besteht aus Avocado-Fritten, einer Poke Bowl, einem Burger und Eiscreme zum Nachtisch. Natürlich ist hier alles mit Avocado. Bei den Pommes werden tiefgefrorene Avocado-Stücke in einem Teigmantel aus Mehl, Ei und Eiswasser frittiert. Dazu gibt's vegane Trüffelmayonnaise. Ron hat nicht zu viel versprochen. Also die Avocado-Fritten, Bombe. Das Gericht Poke Bowl kommt ursprünglich aus Hawaii und ist eine Art Salat. Die Zutaten mixt man jedoch nicht. Serviert wird er in einer Schüssel. Doch hier ist Avocado die Bowl. Das sieht nicht nur geil aus, das schmeckt auch richtig super. Vor allem, man beachte, wie schön der Rand gemacht ist mit der Avocado hier. Aber jetzt. Thanks. Jetzt kommt der Burger dran. Kinders. Wie soll ich den essen? Schau ihn dir gut an. Freu dich und dann zerstör ihn. Okay, der ist wirklich nicht leicht zu essen. Bei diesem Burger ist die Avocado der Brötchenersatz. Das ist viel gesünder, denn sie ist reich an ungesättigten Fettsäuren. Ein guter Kontrast zum Fleisch. Also das Schöne ist natürlich, dass der Burger, der macht jetzt erstmal schon mal nicht so satt, weil da kein Brot dabei ist, sondern Avocado. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass man auch noch was Gesundes isst. Und es schmeckt auch echt hammermäßig. Also das ist ein geiles Gericht. Aber ich bin am meisten gespannt auf das Eis. Die Avocado ist übrigens eine Beerenfrucht, kein Gemüse. Deshalb passt sie auch gut zum Dessert. Wow. Überrascht? Mhm. Das schmeckt total fruchtig. Wie geht denn das? Ich denke, das liegt zum größten Teil an der Zitrone. Da ist viel von drin. Und dann natürlich noch die Erdnussbutter. Die gibt die Süße. Und dann ist Kokosnuss drin. Mit der Avocado zusammen ist die Kombination überraschend gut. Wow.
Alex darf noch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Er trifft Goran, den Chefkoch. Mit Avocados zu arbeiten ist gar nicht so einfach. Ist diese hier gut? Diese ist super. 99% der Avocados, mit denen wir arbeiten, sind auf den Punkt reif. Wenn sie etwas zu weich ist, nutzen wir sie für Guacamole oder so. Zum Beispiel für den Burger. Goran richtet erstmal Nachos mit hausgemachter Käsesoße an. Dann kommen frische Guacamole, Tomatensoße, Kidneybohnen, Jalapenos und Sour Cream obendrauf. Das war jetzt die leichte Sache, weil ich bin gespannt, wie er die Avocado aus der Schale rauskriegt. Erstmal schneidet Goran etwas an der unteren Hälfte ab. Da die Avocado beim Burger das Brötchen ist, muss sie stehen können. Um den Kern zu lösen, gibt es einen einfachen Trick. Man braucht eigentlich nur ein scharfes Messer. Und dann schneiden wir die Seite leicht ein und du kannst sehen, wie leicht sich die Schale abziehen lässt. Really, really easy. Also das klappt natürlich nur, wenn die Avocado auf den Punkt genau reif ist. Mit ein paar Tricks passt die Avocado wirklich zu jedem Essen. Wer hätte das gedacht? Und das Tolle daran, dieses verrückte Food ist nicht nur mega lecker, sondern auch noch richtig gesund. Auf zum nächsten verrückten Food in den Niederlanden. Jetzt kommt ein echter Klassiker. Hot Dogs. Auf holländische Art bedeutet das verrückte Wurstsorten im Laugenbrötchen. Für Hotdogs sind die Niederländer eigentlich nicht bekannt, aber hier soll es die besten und verrücktesten der Stadt geben. Die würde ich mir erstmal angucken und hoffentlich auch probieren. Alex ist mit Thijs verabredet, dem Gründer. Warum sind seine Hotdogs jetzt die besten in der Stadt? Ich mag keine gekochten Hotdogs, also diese Würstchen. Deshalb wollten wir neue Sachen kreieren. Anstatt normale Brötchen nehmen wir Laugenbrötchen. Das klingt echt lecker. Also Thijs hat mir jetzt was bestellt. Einmal den Hotdog, der am besten läuft und der Hotdog, den er am leckersten findet. Und Fritten, die auch noch speziell gemacht sind. Wow. Patrick, der Koch, hat bereits mit der Bestellung angefangen. Das Besondere an diesen Hotdogs ist eindeutig die Wurst. Es gibt wirklich abgefahrene Sorten. Das sind die verschiedenen Wurstsorten. Ja, genau. Wir haben Rinderwürste, drei verschiedene Sorten aus Schwein, eine mit Zitrone drin, eine klassische, eine mit Pilzen und dann haben wir noch eine Geflügelwurst. Und es gibt Lammwürste. Da packt Patrick gleich eine für Alex auf den Grill. Frisch gemachte Würstchen vom Schlachter. Natürlich mega geil. Und das bekommt man nicht so oft in Hotdogs und dann auch noch mit so vielen unterschiedlichen Zutaten. Auf die Hotdog-Idee ist Thijs gekommen, weil seine Frau ihm einen Fleischwolf zum Geburtstag geschenkt hat. Mit der Auflage, doch mal verrückte Würste zu machen. Das hat geklappt. Es kommen drei verschiedene Sorten Kohl rein. Wir nutzen Weiß- und Rotkohl und den Weißkohl färben wir noch mit Kurkuma ein. Zwischen 6 und 9 Euro kosten die Hotdogs, je nachdem, welche Sorte man wählt. Alle haben ein unterschiedliches Dressing und werden mal mit zerbröselten Nachos oder mit Bacon serviert. Die Lammwurst bekommt eine Chili-Mayo-Soße und Petersilie. Für unsere Rinderwurst nehmen wir die schärfste Soße, die Texas-Soße. Zu den Hotdogs gibt's noch eine ordentliche Portion Pommes mit Parmesan und Frühlingszwiebeln. Na dann, guten Appetit. Denn jetzt geht's ans Essen. Ob Alex das alles schafft? Das sieht fett aus, oder? Auch von den verrückten Hotdogs gibt es unzählige Fotos im Internet. Thijs Laden ist seit der Eröffnung vor 3 Jahren ein voller Erfolg. Manchmal kommen auch Kunden mit einem Bild und wollen genau sowas haben. Erstmal Fritten mit Parmesan. Und eine super leckere Mayo, ein bisschen scharf. Und natürlich echt eine super leckere Kombi. Und so kämpft sich Alex durch jede Menge Funky Dogs. Der Smoky Pepper Dog mit Lammwurst, der Texas Hot Link oder den Bacon and Chips. Sehr gut. Also diese unterschiedlichen Würstchen, die geben jedem Hotdog eine ganz andere Note. Dazu die abgestimmten Soßen. Toll. Und?
Und weiter geht's zum nächsten verrückten Food. Das hier sollen die leckersten Waffeln der Niederlande sein. So, jetzt gibt's noch was zum Nachtisch. Hier gibt's nämlich eine Spezialität, die aus den Niederlanden kommt und eigentlich nur hier frisch gemacht wird. In diesem Laden gibt es die berühmten holländischen Sirupwaffeln. Stroopwaffeln heißen sie in den Niederlanden. Xenia, die Geschäftsführerin, erklärt Alex, was Sirupwaffeln eigentlich sind. Das sind Kekse. Wir machen den Teig in einem Waffeleisen, halbieren ihn und dann haben wir einen speziellen Sirup, den Stroop, den wir auf die Waffeln streichen. Stroopwaffeln sind also eher Kekse. Der Teig wird ganz dünn im Waffeleisen gebacken und in zwei noch dünnere Hälften geschnitten. Dann kommt ein Karamellsirup dazwischen und am besten schmeckt die Waffel, wenn sie noch ganz warm ist. Oder? Boah. Okay. Für jemanden wie mich, der gerne Süßes isst, ist das natürlich der Tod. Also wir haben einen heißen Keksteig sozusagen. Ja, zwischen diesen flüssigen Sirup. Das schmeckt total lecker. Wow. Wer mag, kann sich die Waffeln noch mit allerlei Süßem pimpen lassen. Wir haben die beste belgische Schokolade. Die kommt auf die Waffel und dann kann man sich ein Topping aussuchen. Wie zum Beispiel Marshmallows, Karamell oder weiße Schokolade. 6 € für eine mittlere Waffel ist zwar relativ teuer, trotzdem stehen die Leute häufig Schlange. Also wenn es um verrückte Snacks geht, ist man in Amsterdam echt gut aufgehoben. Egal ob Avocado-Burger, super leckere Waffeln oder Hotdogs, alles mega lecker. Und mega lecker ist das richtige Stichwort auf Crazy Fast Food.